Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir sind bei den Organisationsherausforderungen und kurz davor eigentlich ein 2-Sterne-Hospital zu erreichen. Was haben wir denn hier? Tritt bei einer Reihe von zeitlich befristeten Herausforderungen gegen andere Krankenhausbetreiber an. Verdiene dir zusätzliche Belohnung und Gründe zum Angeben, indem du über deine Konkurrenten triumphierst. Nimm es mit Konkurrenten aus Two Point County auf oder fordere die Krankenhäuser deine Freunde auf Steam. Ach cool. Habe ich Freunde? Ah, okay. Interessant. Interessant. Das machen wir jetzt nicht. Gut. Ich würde sagen, das mache ich in privaten Saves, Sven, aber nicht hier im... Müsst ihr nicht sehen, was ich alles hier so für Freunde habe. Das sind eh nur Fake-Freundschaften, die habe ich jetzt gerade so eingefügt. So. Ah, das geht hier los. Ich brauche eigentlich nur noch ein Gebäude, aber ich will erstmal hier noch die paar Sachen. Okay. Was war das jetzt wieder? Irgendwas passiert? Achso, hier. Ah, ist egal. Yay, 100 Pflanzen gegossen. Geil. Der Gesundheitsinspektor ist auch da. Nanünana. Ah, geheilt. Sehr schön. Oh. Irgendwer wurde nicht geheilt. Ich habe jetzt schon 6, das geht doch. Es hat ja mal seine Zeit, aber... Oh. Was hattest du? Ja, ein helles Köpfchen. Beförderung. Ja, komm. Ich bin ein guter Arbeitgeber, ich will das bleiben. Toll, jetzt haben wir natürlich... Kein Geist. Oh, schade. Ja, die erleuchteten Patienten, das würde auch gehen alles. Das kriege ich auch hin. Hier zockt keiner an der Maschine. Ich bin traurig. Boah, das floriert hier das Leben. 1, 2, 3, okay. Und hier? 1, 2, 3. Achso, das gilt für beides. Oder? 1, 2, 3. Ich könnte da vielleicht nochmal eins von gebrauchen. Deluxe Entleuchter. Okay, der hier. Nee, das mache ich jetzt aber nicht, weil... Da habe ich keine Zeit für. Gerade. So, hier ist ein bisschen armselig, ne? Vor allem sind da keine Bänke. So, könnt ihr ein bisschen warten. Und... Bevor ihr Sachen irgendwo hinschmeißt, lieber da rein. Hier ein bisschen Broschüren zum Lesen noch. Wenn euch langweilig ist. Getränkautomaten, sowas habe ich ja. Oh, was haben wir hier? Sondermeldung. Ja, 7 von 7 Patienten geheilt, sehr nice. Der ist gerade in der Kardiologie. Dann kann ich das Ding doch hier eigentlich upgraden. Na ab. So. Ja, genau, genau, genau. Was ein Wust hier. Ich brauche gar kein drittes Gebäude. Bisher. Der ist richtig gut, der Arzt hier. Komm. Kann er nicht schaden. Dann wird nämlich ein anderer fliegen, würde ich mal sagen. Welchen Arzt hauen wir denn raus? Der macht Pause. Okay. Du wirst gefeuert! Ja. Macht Pause. Und? Mein Vater hatte nur eine Regel. Zwei hat er getötet. Ja, kein Wunder, dass du jetzt gefeuert wirst. Mein Vater hatte nur eine Regel. Beschäme nicht die Familie. Tut mir leid, Papi. Ja, ciao. Ich sag nur Bella Ciao, Ciao, Bella Ciao. So, Gesundheitsinspektor ist auch frisch dran. Haben wir sonst hier vielleicht einen guten Krankenpfleger? Der kann nicht schaden, ne? Assistenten, joa. Hausmeister, joa. Der hier ist echt gut. Geisterjäger, Instandhaltung. Nett. So, ja. Nicht glücklich, aber gut. Ach, schön. Topfschmerzen wurden geheilt. Oh. Was genau hast du da getan? Hast du da gerade reingekotzt?
Warum? Was ist denn jetzt hier los? Personalherausforderung. Habe ich nicht geschafft? Schade. Ach ja, kann ja alles klappen. Dann hole ich doch jetzt einfach das nächste Gebäude und gut ist. Dann sind sie ja glücklich, ne? 50.000 Euro nehme ich das hier. Habe ich direkt Platz, ne? Komm, ich nehme das. Ich habe genug Geld. Wie lange dauert das? 15 Tage. Jawohl! Begutachtung. Unheimlich durchschnittlich ist. Es gibt nichts, wodurch der Gesamteindruck auf gute oder schlechte Weise der Mittelmäßigkeit entgehen könnte. Es gibt also keinen Grund zur Klage, aber auch nicht viel Grund. Oh. Ups. Okay. Das höre ich jetzt nicht so gerne. Dann baue ich doch noch. Was kann ich denn noch bauen? Ich könnte hier mal Toiletten hinbauen, oder? Ja, das habe ich geschafft. Schön. Hier kommen nochmal Toiletten rein. So, Waschbecken, gut. Hier hin. Der Handtrockner. Ach, so. Abfalleimer kommt in die Ecke. Oh, das hier wird immer mehr. Wie es so ein bisschen sich macht, ne? So. So, was können wir denn noch anbieten hier? Oh! Jawohl! Töpfer 2. Jetzt quatscht er die ganze Zeit rein. So. Glückwunsch, ihr Krankenhaus wurde zum... Oh, ich kann nicht reden, wenn er redet. Das ist ja gut. Glückwunsch, ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von DuPont mit 2 Sternen bewertet. Die Lebensdauer deines Unternehmens übertrifft selbst die kühnsten Wetten in unserem Büro. Wenn sie anwächst und du immer mehr Bälle in der Luft halten musst, rückt der unvermeidliche Abschluss immer näher. Denk lieber nicht darüber nach. Ah ja. Okay. Umtöpfer 2 ist freigeschaltet. Dann würde ich mal sagen, den mache ich doch mal ganz schnell. Oh, hier ein Toter. Heilungsrate von 70%. Easy, fertig. Krankenhausstufe 10. Ich glaube, ich würde einfach noch... mache ich noch eine allgemeine Diagnose? Komm, ihr kriegt hier noch... Kann ich das machen? Kann ich hier noch eine Aufnahme machen? Dann mache ich das doch. Dann bastel ich hier noch ein bisschen Wartebereich rein. In der Hoffnung, dass man nicht so lange warten muss. So. Hier ein Snackautomat. Da kommt der Getränkeautomat. So, dann bauen wir da noch mal eine allgemeine Diagnose hin. So. Achso, das ist die allgemeine Diagnose. Ja, passt. Alles gut. Bisschen Aktenschränke. Abfalleimer nebenan. Nebenan. Feuerleuchter. Fenster zum Reingucken. Pflanzen. So. Bisschen Ernährungspyramide. Da brauchen wir einen Krankenpfleger. Genau. Diagnostik, das kannst du, ne? Na dann. Sie haben einen Job. Dann bauen wir noch eine Arztpraxis hier hin. So. Ist auch immer ganz gut. Ist jetzt irgendwie dumm gesetzt, aber egal. Das ändere ich jetzt noch mal ganz schnell. So. Ist sinnvoller. Holen wir doch mal ein bisschen Pflanzen rein. Ein paar Yuccas. Weil ich kann. Und noch ein Fenster hier. Um Leute bei der Arbeit zu beobachten. Wer will das nicht, ne? So, was kannst du hier? Allgemeinmedizin, bist du richtig gut? Na dann, ab dafür. Errungenschaft. Zweistellig, was auch immer. Beförderung, ja. Ab dafür. So, dann würde ich sagen, ihr kriegt noch ein Pausenzimmer, ein fettes. Mit fettes meine ich auch wirklich fettes. Don't miss this week's unbelievable offers at Crumley Mega Market.
Ja. Buy 115 cans of tuna and get one free. And if you sign up for our store card, you'll get our exclusive one-time use Crumbly can opener. So richtig schön zum Chillen. Getränke, Snacks, Salz-Snacks. Oh, das ist ja Luxus pur, ne? Will ich ja mal sagen. Also, da würde ich auch mal gern Pause drin machen. So, hier in die Ecke. Perfekt. Bisschen Yucca. So, was haben wir noch? Ein Spielautomat, ne? Wollt ihr doch haben. Sogar können zwei sogar zocken. Perfekt. Ein paar Spinne hier in die, auf die Seite. Nee, das will ich nicht. Und fertig. Ist euer Pausenraum. Sehr entspannt, sehr groß. Oh, irgendwer ist gestorben. Naja, passiert. Hier noch alles total eng und alles, aber hier, ach, da kommen sie auch direkt hin. Sehr schön. Easy Scannen kann verbessert werden. Dann auch ab dafür. Komm, ihr kriegt noch eine Apotheke hier rein. Oh, Aktenschrank. Und ein Apfeleimer. Feuerlöscher. Pflänzchen. So, da brauche ich einen Krankenpfleger, genau. Ah, es kann keiner so richtig. Ja, der kann das aber. Ach komm. Man könnte ja sonst nichts. Das wird auch noch abgegradet, bitte. Oh, der will was. Was willst du haben? Erlege Monobiester. Ah ja, krieg ich hin. Wo auch immer die behandelt werden, weiß ich gerade nicht. Mache ich hier noch eine Station hin? Ja, ne? Zimmer? Oder mache ich die hier hin? Ach komm, hier kann... Hier ist eine gute Ecke für eine Station. So. Der Eingang hier zum Umziehen. Ist das richtig? Ja. Zack. 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 Und zack. Nee, mehr brauche ich nicht. So, hier noch ein Spind fürs Personal. Der Abfalleimer kühlt hier daneben direkt. Hier, bisschen Wohlfühlfaktor. Kann ja nie schaden. Ernährungspyramide, ja. Läuft, ne? Da brauchen wir doch noch Stationen, genau. Und du kannst das. Deswegen darfst du hier arbeiten. Herzlichen Glückwunsch. So. Da könnte ich vielleicht noch ein paar Bänke aufstellen. So und so. Gut. Was haben wir denn noch? Ein bisschen Sachen freischalten wäre nett. Würde ich mal sagen. Klimaanlage, Desinfektionsspender, erhöht die Hygiene. Trinkbrunnen. Mhm. Süßigkeitenspender. Das habe ich 290. Bücherregal. Trophäenschrank. Mhm. Rosenstrauch. Oh Gott, was das alles kostet. Ein Kaktus. Anatomisches Modell. Oh, wie cool. Hm. Poster Anatomie. Sehtest. Rorschach-Test. Cheesewater-Druck. Okay. Mhm. Bronzestern, Silberstern, Goldstern. Ja, klar. Alles Top-Leute hier. Die kriegen jetzt alle erstmal einen Stern. Einfach, weil die gut sind. Es soll ja auch ersichtlich werden, dass wir super Menschen hier arbeiten haben. Uppala. Egal. Hier sowieso. So. Du auch hier? Er auch. Und der hier sowieso, also. Wenn der hier auch mal darf. Guck mal, da kann er direkt drauf gucken. Zack. Sehr schön. Eine Uhr. Auch schön. Oh, was haben wir hier? Beförderung. Ja, kriegst mehr Gehalt. Alles gut. Ich bin da sehr nett. Heile noch.
Ah, einen Patienten noch, dann haben wir es geschafft hier. Okay, Pflanzen, dekorative Objekte. Komm, hier könnt ihr noch ein bisschen zocken. So, nee. Doch, richtig. Ich dachte gerade schon. Krieg noch ein bisschen Broschüren hier in die Ecke. Dann halt. Nee, auch nicht. Hier? Nee. Hier vor der Toilette. Pflanzen können ja auch nicht schaden, so im Gang. So. Zack. Paar nette Fotos. Hier, die Erleuchtung ist auch ganz wichtig. Beim Snackautomaten. Doppelerleuchtung pur. Ach, hier habe ich noch nicht so viel, ne? Hier könnte noch ein bisschen Abfalleimer auf jeden Fall mal hin. Ein bisschen Jucker. So. Hier noch eine Jucker. Hier so am Eingang direkt. Kommen die da noch durch? Jetzt ja. Definitiv. Ah, jetzt habe ich es fast geschafft. Sehr schön. Ach, das läuft hier. Guckt euch das an. Wir haben bald ein 3-Sterne-Krankenhaus. Was haben wir hier? Oh, aufgeblasenes Ego. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Aufgeblasenes Ego. Ein gefährliches Aufstauen. Narzisstischer Gedanken. Bleibt das aufgeblasene Ego unbehandelt, beginnt es aus jeder Pore zu tropfen, was für jede Person in unmittelbarer Nähe höchst unangenehm werden kann. Ein Psychiater muss mit einer riesigen Stecknadel das Ego vorsichtig ablassen. Okay, was haben wir hier? Barbershop. Rock'n'Rollitis. Ja, kriegen wir hin. Ich hätte gern mal einen mit dem aufgeblasenen Ego. Bist du so einer? Ne, der hat eine Entenschnute. Wie sieht das eigentlich aus? Ist doch harmlos. Die machen immer die gleichen Bewegungen, ist ja langweilig. Wer wartet denn hier aktuell noch auf den Psychiater? Gerade keiner. Hier, was hast du denn? Aufgeblasenes Ego. Was haben wir denn jetzt hier? Neue Krankheit. Oh, der Quatsch wieder. The most callers we've ever had in a day was 6. Two of them were wrong number. Also gut, bis durch. Lykantrophie wurde einst für ausgerottet gehalten, tritt nun aber wieder in verschiedenen gefährlichen Wäldern im ganzen Land auf. Die Krankheit wird durch direkte Bestrahlung von Vollmondlicht ausgelöst. Aha. Oder womöglich über Tierklinken übertragen. Ah ja. Forscher sind sich darüber noch uneinig. Na denn. Wo war denn gerade Hausmeister benötigt? Hä? Oh, die Pflanze sieht nicht gut aus. Ach cool, das geht nach einer Zeit, wenn man drauf ist. Ich bräuchte mal einen Hausmeister, ne? Bisschen sauber macht. Komm, du kannst ja ganz gut. Hier, arbeite mal für dein Geld. Brauchst du noch einen? Huch, ach, wir haben es geschafft. Ja, nice. Umstopfer 3 schon. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Die Anerkennung als erstklassige Einrichtung ist immer ein Erfolg, den es zu feiern gilt. Deine Feier ist verdient, aber hoffentlich noch kurz, denn du musst wieder an die Arbeit. Mit wohlriechenden Grüßen, ja. Wir warten jetzt noch ein bisschen, weil wir sind kurz vorm Ende des Jahres. Und dann müsste es eigentlich wieder so ein bisschen, hier Auszeichnung geben. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Komm, du darfst. Yay. Juchu. Oh, was wir hier einnehmen, ey. Das ist schon krass. Schauen wir doch mal. Auf geht's. Auszeichnung. Danach wird auch die Folge enden. So Cliffhanger-mäßig, ne? Oder eher gesagt auf meine Aufnahme-Session. Ich habe schon etliche jetzt gemacht.
So, Arzt des Jahres geht an unseren Dr. Max Splitter. Ja, nice. Krankenpfleger des Jahres geht auch wieder an unseren, oder? Ja, aber sicher doch. Philipp Anorak hat gewonnen. Haben wir jetzt vielleicht mal einen Hausmeister des Jahres dabei? Spannung. Jawohl, Kensington-Wurst hat sich's endlich verdient, nachdem er da ein paar Geister eingesaugt hat. Who you gonna call? Hausmeister. Assistenz des Jahres vielleicht auch bei uns? Jawohl, der war wie Spucker. Herzlichen Glückwunsch. Aber da können wir doch eigentlich nur Arbeitgeber des Jahres sein, oder? Das andere geht doch nicht. Ja, sicher doch. Vielleicht auch mal bei keinem Todesfall. Wir haben immerhin nicht genügend Geister gehabt. Bei einer Aufgabe. Ne, ne. Schade. Vielleicht haben wir das höchste Prestige mittlerweile hier. Wir sind groß. Jawoll. Boah, sind wir gut. Patientenpreis geht ja wieder an uns. Und Spannung. Jawoll. Es gibt zwar Tote bei uns, mehr als bei anderen, aber dafür sind wir ansonsten einsame Spitze, würde ich mal sagen, ne? Mann, sind wir gut. Geil. Umftöpfer ist jetzt, können wir auch mal erhöhen hier. 112 Tage, Halleluja. Ja, läuft hier, würde ich mal sagen. Also, machen richtig gut Profit. Und in diesem Sinne, oh, Reporterbesuch, was ist das jetzt? Radio Tumbroins hier, ansässig, aber aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit meistverreiste Sally Fick Blanket hat um einen Pressepass gebeten, um das Krankenhaus zu besuchen. Wir haben hier zwar keine Pressepässe, aber etwas öffentliches Interesse könnte für uns von Vorteil sein. Sollte das Krankenhaus die beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Ja, komm, das kommen. Das machen wir doch nochmal ganz kurz. Kommt in 4 Tagen. Und derweil mache ich noch ein... Das hier ist eine Umtöpfer, ne? Eine Töpferei. Mach ich noch eine neue. Die 4x4 muss die groß sein. Scheiße. Das geht nicht. Nee. Muss ich woanders hinpacken? Ach gut, dann... Kommt's halt. In dieser Ecke, das geht sogar doch. Nice. Weil dann will ich hier so einen richtig coolen Eintöpferer haben, der echt gut ist. Das wäre jetzt einfach mal noch mein Ziel hier. Dass ich den noch so ein bisschen pushe. Ein gutes. So, fertig. Da bräuchten wir Mechanik. So, da brauchen wir noch einen Arzt, war das, oder? War das ein Arzt oder ein Krankenpfleger? Ich weiß es gar nicht. Ein Arzt. Nehmen wir den hier. Der ist gut. So, du arbeitest jetzt hier. Ja, ja. Effektiver. Der hier wird dann mal geupgradet. Noch mehr. Das war jetzt nicht klug, beides abzugraden. Egal. Was ist denn hier jetzt los? Oh, ein bisschen viele Warteleute. Ist das hier? Nee, ne? Oh, hier warten ganz schön viele. Ich hab doch... Nee, hier habe ich keinen. Hier habe ich auch noch einen. Ich könnte ja dann nochmal... Das mache ich jetzt noch ganz schnell. Ich will eigentlich schon die Reporterin hier haben. Shit. Verdammt! Ja, 3x3 reicht. So. Spärlich, aber besser als nix. Es muss ja nicht immer schön sein. Ab und zu ist nett, aber das war jetzt super. So. Kleiner Feuerlöscher noch rein und eine Jucker. Da kommt dann auch noch gleich ein Arzt rein. Was ist ungültig? Was sind da jetzt rausgekommen? Keine Ahnung. Einstellen. Wir bräuchten noch einen Arzt. Jo. Die sind ja alle umwerfend gut. Dann mache ich mal ein bisschen hier. Oh, was haben wir hier? Ja, kriegen wir hin. Ah, sehr schön. Das haben wir geschafft.
bisschen schneller, damit wir einen guten Arzt kriegen. 11 Tage. Die Monobrauen kriegen wir irgendwie nicht hin, ne? Ach, okay. Monobiester? Was zum Teufel? Interessant. Das gucke ich mir jetzt gleich mal direkt an. Das wusste ich nicht. Ah, der ist sehr gut. So, rein mit dir. In dunklen Ecken? Monobiester. Hm. Wo sind sie, die Monobiester? Du bist kein Monobiest. Du auch nicht? Hm. Bist du ein Monobiest? Nee. So. Monobiester? Nee, 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 nee. Ach, guck mal an. Wie kann ich denn auf die schießen? Sie hatten sie über... Ich kann schon auf die schießen. Hä? Nee. Oh. Ich will auf die schießen. Ich kann schon auf die schießen. Nee. Ich kann nicht auf die schießen. Ist das doof? Hm. Keine Ahnung. Auch wieder ein Toter. Na, passiert. Kann ja nicht als heiter Sonnenschein sein. So. Pflegekräfte. Ja, dann, komm, du bist gut. Arbeite. So. Töpferei wird besucht und so weiter und so fort. Und ich überziehe. Ach du Scheiße, überziehe ich. Ja, ich will aber nicht expandieren. Ich will gerade erstmal schneller machen. Guck mal, keine Todesfälle. Ist nicht eben einer gestorben? Achso, ich habe diese Zeitraum Zeit. Die ist auch fast fertig. Das heißt doch Gutes hier. Was war das? Achso, Kohle wieder. Oh, aktuell mache ich Minus. Eieiei, wahrscheinlich hier. Was haben wir hier? Das habe ich nicht hingekriegt. Keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Überlänge pur. Huppala. So, ich will eigentlich jetzt hier noch einen Reporterin. Hier wird gezockt. Ne, jetzt nicht mehr. Mein Gott. So. Was sagst du an? Sag an. Ich will wissen, wie es war. Verlässt das Krankenhaus. Dum, 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 dum. Spannung. Ja, schön. Dann mach doch. Ich will ja wissen, wie es hier... Oh, da geht sie, um geht sie. Das dauert ja ewig hier. Komm, ich will eine Antwort haben. Schneller, ich will die Folge beenden auch. Bisschen Preuß gemacht, ne? Oh, es hat nicht geklappt. Ah, da ist es doch. Sally Fig Blankets, neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Vielleicht hatte sie nicht viel anderes zu berichten, aber jedenfalls wurde unser Krankenhaus positiv hervorgehoben. Das ist natürlich gute Publicity für uns. Aber vielleicht ist da noch mehr rauszuholen. Ach, reicht. Gut. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen... Hallo. Ein bisschen stressiger, muss ich ehrlich zugeben. Und, heieiei. Ja, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Vor allem, wenn man die 3 Sterne immer reinkriegen würde. Es dauert doch seine Zeit. Und, aber ich muss sagen, wir waren sehr erfolgreich.
Deswegen, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Däumchen da, Kommentare, Abonnenten. Ist mir eigentlich wurscht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Raketenidee. Ciao.